Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag aus dem schönen Alanya. Ich bin hier gerade in einer Wohnung, die ich gerade durchlüfte, weil wir was noch ein bisschen nachrenoviert haben und die eine Wand oben noch ein bisschen trocknen soll. Und hier soll es ja schön bleiben und noch schöner werden. Deswegen ist es hier jetzt kalt und deswegen habe ich ein Mützchen auf. Man sieht aber, es ist immer noch sehr, sehr schönes Wetter hier in Alanya. Und wollte euch gerade noch mal ein bisschen Warnung geben, falls ihr einen Urlaub plant, hierher Ferienwohnung gemietet habt oder Hotel gebucht oder jetzt überlegt, kann ich überhaupt herkommen? Ich hatte jetzt zwei Fälle in direkter Nachbarschaft und Verwandtschaft, dass Leute gesagt haben, ja, also jemand in der Nachbarschaft hier ist nicht mitgekommen. Und eine Verwandte von uns hat auch gemeint, ja, weiß nicht, ob ich jetzt rüberfliegen soll. Nicht wegen der Erdbebengefahr, die gibt es hier ja eigentlich gar nicht in Alanya. Es gibt immer mal ein bisschen Erdbeben, aber wir sind hier in keiner dieser Spalten, die so wie beim San Andreas-Graben oder sowas ist. Das ist ja da, wo dieses riesige Erdbebengebiet jetzt war, dieses große Unglück, das in der Türkei passiert. Das ist ja genau auf so einem Punkt passiert, wo mehrere Spalten aneinander kommen. Und das ganz, ganz tragisch ist, aber wir waren ja hier und wir hatten auch ein kleines Erdbeben hier, aber es ist nichts Schlimmes passiert. Und es ist ja sehr wahrscheinlich, dass hier auch kein schlimmes Erdbeben passiert, weil es nicht an dieser Spalten liegt. So, es ist hier alles okay. Also die Leute sind jetzt hier untergebracht. Wir haben die absolute Nebensaison. Ja, die sind jetzt gerade in Hotels teilweise, werden versorgt, kommen bei Verwandten unter, werden behandelt in Krankenhäusern, aber es gibt hier keine Überlastung der Infrastruktur. Das bedeutet, ihr könnt hier ganz normal bald Urlaub machen. Ein Geschäftspartner von mir kommt im März auch wieder mal zu Besuch und will sich mal wieder mit mir treffen. Und wir wollen ein paar Meetings hier machen, gehen dann hier schön essen und so. Die Restaurants haben alle auf und so. Und es ist auch wichtig, dass ihr kommt, weil das Land hier braucht das Geld. Ja, die Leute, die hier arbeiten, viele, die hier arbeiten, kommen ja aus den Regionen, sind jetzt halt hier von hier aus dahin gefahren, helfen ihrer Familie, wird bald alles wieder irgendwann aufgebaut, wenn alles aufgeräumt ist. Ja, und wenn die dann keine Einkünfte haben, ist es schlecht. Ja, also sagen, oh, da ist jetzt ein Unglück passiert, da fahre ich nicht ins Land, weil ich will nicht sehen, dass es den Leuten schlecht geht. Also hier geht es den Leuten nicht schlecht, und man sieht es jedenfalls nicht. Und man kann hier schön Urlaub machen, das ist halt gut fürs Land, ja. Und das wollte ich euch nochmal bitten, dass ihr nicht jetzt in irgendeiner Panikreaktion sagt, jo, ich buche jetzt, sag jetzt meinen Urlaub hier ab in der Türkei, das ist mir zu doof oder gefährlich oder so. Hier im Raum Antalya, Alanya sollte nichts passieren. Ihr könnt ihr einfach mal bei Google eingeben, Erdbebengebiete der Welt, und da seht ihr, wo überall diese Linien laufen. Und das ist halt auch das, wo es meistens Probleme gibt. Ja. Ich bin jetzt hier zum Beispiel nur mal als Info in einem etwas älteren Gebäude im obersten Stockwerk, das ist der 12. Stock. Und ich habe hier so ein paar kleine Mini-Setzrisse in der Wand. Ja. Das bedeutet, die Farbe ist so ein bisschen geplatzt und so. Aber nichts Schlimmeres, auch bei uns drüben sind Risse, die eh schon ein bisschen da waren, die wir noch nicht hatten. Reparieren lassen, sind ein bisschen weitergegangen. Was ich, da war ein Riss, der war so über die Jahre, ja, das Gebäude ist, glaube ich, 5 Jahre alt da drüben, und jetzt ist es 2, 3 Zentimeter länger. Also das ist das Einzige, was hier passiert ist. Passiert auch meistens nur in den oberen Stockwerken, habe ich jetzt festgestellt, weil das ja dann so ein bisschen schwankt, und dann gibt es die Ausschwankungen halt quasi im obersten Stockwerk, ja. Und aber ihr müsst euch hier wirklich keine Gedanken machen, ja. Und guckt euch das mal an, wie schön das hier ist. Es ist wahnsinnig schön, ja. Und die Leute brauchen euch auch, gerade wenn ihr Stammgäste seid, immer herfahrt und so. Sagt nicht euren Urlaub ab und sagt, nee, nee, nicht, ja, weil ihr vielleicht denkt, ich will die nicht überlasten. Nein, die wollen ja, dass ihr kommt, ne? Wir haben jetzt erst Februar, und wenn ihr irgendwie plant, was weiß ich, ab April, Mai, Juni, Juli in den Winter rein irgendwie zu kommen, dann ist das total wichtig für die Leute, weil das ist die Saison, und die Hotels werden so oder so voll. Ja, also das war auch in anderen Zeiten so, wenn mal Leute nicht kamen, aber es ist natürlich schön, wenn ein paar mehr Deutsche wieder auch mal kommen. Es ist nämlich so, ich habe jetzt mit einem Taxifahrer gesprochen, als wir von Kagitschak weggefahren sind,
hat uns einen Freund ein Taxi gerufen und dann bin ich eingestiegen und er so, ja, was seid ihr für eine Nation auf Englisch? Ja, wir sind Deutsche. Ach, und dann fing er an, wir sind Deutsche. Ich habe so lange kein Deutsch gesprochen und so. Es werden immer weniger Deutsche die letzten Jahre, also viele Jahre schon. Ich meine, früher waren hier so viele Deutsche und jetzt sind fast gar keine mehr da. Das ist wirklich wenig Deutsche, die hier sind. Ne? Also kann man wirklich sagen, viele Rentner sind auch zurückgegangen und jetzt natürlich durch diese ganzen Problematiken mit ICAMET und so, aber davor auch schon. Also die Deutschen waren hier in den letzten Jahren wirklich in einer ganz kleinen Unterbesetzung. Ja? Man hat vielleicht so das Gefühl, ja, alle gehen nach Alanya, aber es sind nicht viele Leute. Wenn ihr durch die Straßen geht und an den Geschäften vorbei und guckt, was die Leute sprechen, dann sprechen sie halt Türkisch, eher noch Russisch, ein bisschen Englisch vielleicht, aber Deutsch. Das ist sehr selten geworden. Ja. Und die Deutschen sind sehr beliebt hier. Das ist einfach so. Wenn man irgendwo ist und sagt, ich bin Deutscher, da kommt eigentlich immer, ey, super, endlich mal wieder, cool und so. Toll, dass ihr da seid und so. Also das ist schon wichtig. Ja. Und es ist ja so nah und es ist so schön. Ja. Deswegen wollte ich nur mal ein kleines Motivationsvideo machen. Wir wohnen hier die ganze Zeit. Wir finden es hier super. Und auch zum Urlaub machen ist das hier ein ganz tolles Land. Und eine ganz tolle Gegend gibt es euch. Die Türkei ist riesig, ja. Und die Leute freuen sich, wenn ihr kommt und hier die Wirtschaft mit ankurbelt, weil ein guter Teil der Einnahmen ist halt Tourismus. Aber nicht alles, aber ein guter Teil. Und gerade die Region hier, die lebt halt vom Tourismus.